Schauen wir mal bei Villa der Liebe vorbei. Was ist das jetzt? Wie viel? Ohne Rider Shield, ohne mich! Die Villa der Liebe. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und... Teenager? Der Typ ist 36. Sieben Single-Mädchen ein... Der Typ ist kein Teenager, der hat mehr Gesichtsfalten als ich, Alter. Wahrscheinlich ist er sogar jünger als ich. Das kommt von der Sonnenbank, Junge. Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Verstehe ich nicht. Diese Showkonzepte verstehe ich nicht. Warum kann ich nicht einfach hingehen und mir von allen die Handynummer klären und einfach alle nehmen? Warum darf man das nicht? Und das hier sind unsere Kandidatinnen. Tesla. Ist ja die Tochter von Elon Musk, man kennt sie. Cordula. Marie. Warum ist Frau Bra nicht dabei? Ulrike. Wieso streichelt die sich über den Bauch? Nala. Nala ist ein Anagramm für... Reden wir nicht drüber, brechen wir es nicht an, behalten wir es für uns. Scarlett. Fatima. Die ist das einzige Teenager-Girl, weil die ist wirklich erst 16. Johanna. Wer von ihnen wird sein Herz erobern? Ich hoffe, der Jonas Wucke. Jeden Montag und Freitag um 16 Uhr. Die Toast, Anagramm ist nicht rückwärts, ne? Das ist dir bewusst, oder? Die Villa der Liebe. Die Villa der Liebe. Genau so ist InScope auf Twitch unterwegs, trägt eine teure Uhr, schaut sich um, welche Streamerin ist die nächste. Einfach InScope, wenn er auf Twitch unterwegs ist. Heißt out, no stylist. Ja, für mich ist es natürlich eine unglaublich aufregende Zeit, ne? Ich darf ein ganzes Wochenende hier in diese wunderschönen Villa verbringen und sieben Mädels kommen hierher. Ja, es werden ganz viele romantische Stunden, die wir zusammen verbringen können und... Ich hasse den jetzt schon. Ich hasse den jetzt schon, seine Rolle. Schlussendlich darf ich dann sogar mit einer hier rausgehen. Toll, toll, wirklich toll. Numbers on my phone, they keep calling me. Girlies at my shows, why they all on me? I don't want them no, get them all off me. Say say that for hell, she'll call. Warum gibst du dir selber eine oben ohne Rolle, Bro? Nur weil du buff bist. Ich würde es genauso machen, wie ich so aussehen würde, Jonas, bin ich ehrlich. Mashallah, einfach der Komische. Stopp! Stopp! Das ist Privatgelände. Was macht ihr hier? Könnt ihr nicht filmen, das ist Privatgelände. Mach mal die Kamera aus, bitte. Entschuldigen Sie, die Herren. Das ist mein werter und sehr naiver Freund, der Gärtner. Aber machen Sie sich keine Gedanken und vor allem mach du dir keine Gedanken. Denn das ist alles Teil eines sozialen Experiments. Dieses Kamerateam wird uns... Nippel ist fein, ist vollkommen fein. ...für die nächsten Tage mit seiner Anwesenheit beglücken. Es geht darum, dass Alessio sieben Damen empfängt. Waren sie eben neun oder bin ich dumm? Bin ich dumm? Waren es eben neun oder nicht? Liebe seines Lebens findet. Ist das dann wie Spetscher, ne? Nein, nein, irre nicht. Es geht darum, dass es keine Regeln gibt. Und die sieben Dirnen sind sehr, sehr jung. Dirnen, deine Hafenprostituierte. Und können wir auch mit dem Mädchen flirten? Also, brauch ja nicht alle sieben. Erinner dich, der Fluch der Villa der Liebe. Oh oh, oh oh, es wird gruselig. Und? Es geht um Alessio. Er sollte niemals davon etwas mitbekommen. Wer ist Alessio? Hauptsache. Alessio ist der Hauptcharakter und der Sohn von Pietro Lombardi. Alessio geht's gut. Ja. Hauptsache Alessio geht's gut. Das ist ein Witz, weil das hat Pietro damals gesagt. Das ist ein Insider so. Ne? Ja. Denn sie ist die Schlampe. Er ist normaler Mensch. Hat Pietro auch gesagt. Das ist voll lustig. Nächste Folge schaue ich mir mit Pietro zusammen an. Darf ich nicht wegen Corona. Lass es hier ein kaltes Getränk sein. Guten Tag. Tick-tack, time is, tick-tack, time is, 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 time is,
pilot. Ready for blast off, get ready for blast off. Take off, pilot. Go, go, go. Take off, pilot. Wie lange steht der schon da und wartet auf die Frauen? Warum ist das ein Rechtslenker? Das ist dann... Wo haben die gedreht? Gibraltar? Oder was ist das? Was ist das da? Zypern. Zypern, glaube ich, ne? CY ist Zypern, oder? Wow. Herzlich willkommen. Hi. Ich bin Alessio. Schön, dass du da bist. Brat. Ich fahre. Ah, ich dachte, das wäre die Frau, ne? Es war schon ein Witz. War schon lustig, ja? Ah. Oh. Hallo. Hi, herzlich willkommen. Ich bin Alessio. Marie. Kein Abstand dazwischen. Die freut mich. Freut mich, Marie. Gut hergefunden. Ja, bestens. Ja, wie soll sie auch nicht hergefunden haben, weil sie wurde vom Flughafen abgeholt und ist in ein Auto gestiegen. Wenn sie nicht dumm gut hergefunden ist, dann bei. Sehr schön. Ja, von wo kommst du, Marie? Ich komme aus Berlin und du? Aus Berlin. Ich komme aus Zürich. Oh, ganz andere Ecke. Bisschen. Ist richtig, ist eine ganz andere Ecke. Ja, ist eine ganz, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, wie du heißt. Südlicher von dir, genau. Und ja, Marie, was machst du beruflich? Ich bin Köchin. Köchin, sehr schön. Dann kannst du mir mal was Heißes kochen oder so, oder? Oh Mann, ich hab Gänsehaut, Alter. Ich hab wirklich physisch einen Cringe gerade am ganzen Körper, Alter. Nicht so, dass hier unten kalt wäre oder so, aber ich schwör's euch, Leute, ich hab Gänsehaut. Guck mal, meine Haare vom Arm, die stehen ab und ich drück sie einfach platt. Kurzer Blick rein in den Spiegel, passt, ey. Boah, Digga, so sehr cringe das hier, Alter. Jetzt weiß ich, wie ihr euch fühlt, wenn ich GTA-RP mache. Ja, wenn wir sehen. Da freue ich mich drauf. Ja, Marie, auf dich wart ein Sekt drin. Also ach, kannst gerne schon mal dich bedienen und ich komm. Auf dich wart ein Sekt drin. Hey. Gleich nach, ja? Okay. Hallo, hi. Willkommen. Hi. Wie schön, hi. Wow, gut siehst du aus. Dankeschön. Ich bin Alessio, hi. Scarlett. Freut mich, Scarlett. Hi. Ja, schön, dich kennenzulernen. Ich will nur mal eins kurz. Hi. Wartet. Wow, gut siehst du aus. Dankeschön. Ich bin Alessio, hi. Scarlett. Freut mich, Scarlett. Das sah sehr gut aus, wenn ihr Gesicht zusammengedrückt wird. Hi. Ja, schön, dich kennenzulernen. Dankeschön, gleichfalls. Dankeschön. Woher kommst du? Ich komme aus Köln. Aus Köln, ja. Aus Köln, alte Scarlett. Dann nimm dich mal lieber besser in Acht. Sehr schön. Was machst du beruflich, Scarlett? Ich bin Model und Schauspielerin, ja. Scarlett? Das sieht man natürlich, sehr schön. Ich bin Personal Trainer. Ja. Ich auch. Ich bin auch Personal Trainer. Ja. Sieht man auch. Dankeschön. Können wir mal zusammen trainieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Toll, super. Ich bin übrigens Porndarsteller, dann können wir mal zusammen Sex machen. Freue ich mich drauf. Ja, Scarlett, auf dich wartet ein Sekt drin. Kannst dich gerne bedienen. Kommst du da mit rein? Klar. Ja? Warum? Perfekt. Scheiß auf die anderen. Das Format ist jetzt schon an der Stelle vorbei. Richtig. Machen wir zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ist das also, Gefreestyle? Ich finde Alessio wirklich super. Und ich liebe es, wenn Männer nach meiner Pfeife tanzen. Ich glaube, da bin ich schon auf einem ziemlich guten Weg. Du bist 5 Minuten da, du Garbe! Ich finde es schon komisch, dass Alessio jetzt einfach gleich mit der zweiten Kandidatin ins Haus gegangen ist und mit ihr anstößt. Ich meine, möchte er nicht noch die anderen Kandidaten begrüßen? Nein, Alessio hat das Loch gefunden. Es gibt 2 Folgen. Erste Folge ist, wo er sie kennenlernt. Zweite Folge ist, das war's. Ich finde es irgendwie, geht alles ein bisschen zu schnell. Was meint ihr? Unterstützt durch Produktplatzierung. Wieso müssen die zusammen ankommen? Wieso kriegen die nicht ihr eigenes Auto? Loritz, Corsi. Digga, und wo ist jetzt der krasse Typ hier? Keine Ahnung, aber Fatima, guck dir mal die Villa an. Die ist ja, so schön. Ich schwöre, die kann man sich wirklich schon geben, ja. Vor allem, weißt du, was ich richtig krass finde? Wir haben uns vor so langer Zeit hier bei Villa der Liebe beworben. Und jetzt stehen wir hier einfach zusammen. Wir wurden zusammen angenommen. Wir haben so ein Glück gehabt. Vor allem können wir dafür auch noch die Klassenfahrt pausieren. Ich schwöre, Ehrenmänner, so einfach wie... Vor allem, ich kann endlich den Traum, den Typen meiner Träume finden. Ja. Das ist mir alles sehr unangenehm gerade. Das stimmt. Aber... Also, vermisst du nicht Cordula? Also, stehst du nachher? Ja, schon. Aber ich bin ja hier, um die Liebe meines Lebens zu finden. Oh nee, jetzt müssen wir uns wieder um einen Typen betteln. Und warum kommt... Hä, wer ist das?
Wer kann das sein? Der Typ kann es ja nicht sein. Wer ist es? Oh mein Gott, wer kann es sein? Alter, ist es vielleicht gerade die Person, über die sie gerade gesprochen haben? Wer könnte es sein? Nein. Hallo? Was macht der denn da? Mist, ey. Wo, welcher Hund hat da hin, wer hat da hingeschissen? War das eine von den Frauen? Die haben keinen Hund. Wessen Hund scheißt hier in meinen Garten? Ganz genau, die Frage habe ich an der Stelle auch. Mann. Und es ist frisch. Hey! Hey! Hi. Wer bist du? Nala, hi. Ich bin ja für den Garten zuständig. Achso, okay. Achso, hast du in den Garten gekackt? Bitte sag einfach ja. Nee, also, ich weiß jetzt nicht. Dummheit. Okay. Was machst du hier? Ich gehöre eigentlich zu den anderen Mädchen, aber irgendwie wurde ich schon früher abgesetzt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, so ein Ding ist das. Also eine Entführung hier. Ah ja, okay. Vielleicht da die Polizei rufen? Ja, die Fahrer sind Idioten. Wenn du magst, kann ich dich zu den anderen führen. Okay, gerne. Okay. Hä? Ich raff hier gar nichts mehr. Ist das eigentlich eine Kinderserie oder Erwachsenenprogramm? Ich meine, die sah aus wie 12. Kann der aufhören, sich die Nase die ganze Zeit hochzuziehen? Jonas, lass das. Kann ich euch eigentlich guten Dünger für Blumen empfehlen? Die ist ja noch saujung. Die ist ja noch nicht mal ansatzweise legal. Nee, gutes Interview. Ich teile deine Meinung. Was machst du hier? Was macht ihr hier? Wir haben uns zusammen beworben, schon vor längerer Zeit. Ja, so, ich finde hier meinen Traumtypen. Also ich habe mich auch schon vor längerer Zeit beworben, aber nicht im Gedanken, euch dann wieder hier zu sehen. Voll schön, oder? Ist doch toll, Cordula. Also wirklich, Cordula ist doch so, also das ist doch, boah ey, Zufälle gibt's, Mann. Also es ist echt, das Leben, ey, ist wie eine Schachtel Pralinen. Wenn du eine Nussallergie hast und dann isst du eine Praline mit Nüssen, dann stirbst du, ist so krass, ey. Und vor allen Dingen, was machst du gerade hier? Ich dachte, wir wären fast zusammen gewesen. Dachte ich auch. Schüre schon ein bisschen peinlich. Dachte ich auch. Wenn ich, ja, beide was auf der Klassenfahrt, jetzt seid ihr hier. Ja, also ich bin eigentlich nur hier, um zu gucken, ob ich auch auf Typen stehe und nicht nur auf Frauen. Mhm. Aber du ja anscheinend auch. Ist die beste Alternative, das genau da zu machen. Cool. Oh. Hi. Hi. Hallo. Ich bin Alessia. Cordula, hi. Freut mich, Cordula, hi. Cordula, schön. Hallo. Hey. Alessia. Hi, Tessa. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Fatima. Alessia. Freut mich, Fatima. Schön, dass ihr da seid. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal einen Sekt, oder? Ja. Kann der aufhören, mit allen einfach einen Sekt zu saufen? Das ist einfach nur unangenehm. Gerne. Bitteschön. Irgendwie alles so ganz falsch. Es gibt mir so einen ganz weirden, seltsamen... Oh, ich krieg schon wieder so einen Cringe-Anfall, Alter. Ich hab schon wieder Gänsehaut. Oh. Gott, sind die alle heiß. Das hätte man mir vorhin sagen müssen, ne? Ja, tatsächlich. Das überrascht dich auch wahrscheinlich ein bisschen, dass die nicht alle so hässlich sind wie... Oh, ich halt lieber den Mund. Und ich meine aber... Wer mich erobern möchte, muss aber sein Herz im rechten Fleck haben. Das ist alles, was zählt. Mädels, Ladies, mal kurz zuhören, bitte. Butler? Ja, Herr, steht's zu Ihren Diensten? Wie zur Hölle kannst du bei so vielen Mädels noch den Überblick bewahren? Vor allem, wenn die alle einfach gleich aussehen. Nun ja, wir könnten zur Übersicht eine Zählung der Damen durchführen. Zählung. Ja. Übernehmen. Herrschaften? Herrschaften, einen Augenblick. Einmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Das sind 2 zu wenig. Merkst du selber. Hm? Aber es sollen doch 7 sein. Genau. Das heißt, es fehlen jetzt noch? 7? Ja. 5 weg? 2, alles hier. 2, sag ich ja. Zack. Oh. Alter Mann, ist das eine unangenehme Kacke. Hallo? Ich glaube, du hast jemanden vergessen. Hi. Oh, hi. Hi. Hey,
Lady Payne, dankeschön. Jetzt kommt der Superstar. Nee, doch nicht. Danke. Fett oder einfach nur schwanger? Ist die in ihrer Rolle schwanger oder ist die ernsthaft schwanger? Ist die wirklich schwanger? Wisst ihr das? Oh, herzlich willkommen, hi. Die ist echt schwanger. Okay, wie alt ist die? Ach, ich will ja nicht judgen, aber nur in der Rolle. Ich weiß es doch auch nicht. Hi, ich bin Ulrike. Alessio, freut mich, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, gut, und selbst? Sehr schön, mir auch, danke. Woher kommst du? Aus Köln, das ist in der Nähe von Deutschland. Das ist in der Nähe von Deutschland, Köln. Das ist einfach so schlecht Leute, ey, Mann. Will nicht mehr. Ah, warst du schon mal da? Ja. Ja? Ja. Ja. Butler! Ich hätte einen Sekt für dich. Nein, danke, ich bin schwanger. Blöd von mir, sorry. Mach mal Wodka. Also es geht, glaube ich, nur um den Alkohol, ne? Nein, danke. Nein. Absinth? Nein. Nein? Gib mir doch einfach Crystal Meth oder sowas. Nein. Dann... Lass uns die Spiele beginnen. Okay. Gehen wir rein. Ja, viele fragen sich wahrscheinlich, warum ich hier bin. Vor einigen Wochen hat mich der Erzeuger dieses Kindes im Stich gelassen. Mhm. So ein Wichser. Mhm. Jetzt suche ich einen neuen Ehemann, einen, ja, verstehe ich, Beschützer, einen, ja, Topf für meinen Deckel, ja, eine Biene für meine Blume, wenn Sie verstehen, was ich meine. Du meinst eine fette Wurst für dein Trümmerloch, Alter. Sag es doch einfach. Wieso ist der nackt? Mädels, wir stellen uns jetzt alle hier in eine Reihe mal auf, okay? Einfach in eine Reihe aufstellen, nebeneinander am besten. Stellt euch da hin, Leute. So Mädels, ich habe die erste Challenge vorbereitet und die Gewinnerin von dieser Challenge kommt mit mir an den Strand zu einem Stranddate. Ja? Die Challenge ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich lege ganz viel Wert nicht nur aufs Äußerliche, sondern auch wirklich aufs Innere. Also wie ihr von innen quasi aussieht, wie sie sich anfühlt, mäßig und so, das will er. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Deswegen sieht die Challenge wie folgt aus. Ich ziehe mich einmal aus und diejenige, die runterguckt, hat verloren, die muss gehen. Die wird stehen können, die kommt mit mir ans Stranddate, okay? Gut, dann stellen wir uns alle in eine Reihe einmal nach hinten auf, bitte. Macht er das jetzt wirklich? Sieht man dem seinen Hintern? Nee, okay, gut. Können wir uns reinziehen, also okay. Mal ganz nach vorne. Aha, fuck. Bachelor auf Wish bestellt. Wenn du Bachelor auf Wish bestellst, bekommst du diese. Mal ganz als erstes. Ja. Einfach eine Reihe, bitte. Hat jemand richtig Bock, Alter? Dann zack, zack, zack. Stell dich doch schneller auf. Gut. Auf, Fatima. Kannst du mir stehen? Das ist einfach nur sexuelle Belästigung in einer Fernsehshow. Der sollte eigentlich mit Pfefferspray besprüht werden und danach ins Gefängnis kommen, dieser Typ. Digga, haram, ja? Bist raus. Einmal. Ja. Aber mit der nächste. Ich hab da kein Problem mit. Tesla, guck mal, was für ein Schwarzer hat. Echt? Oh. Ey, das ist einfach nur, das ist einfach wirklich nur noch hohl. Das ist einfach nur noch dumm. Raus. Also ich hab's gar nicht nötig, runter zu gucken. Wo runter? Oh, fuck! Oh Mann, ey, so dumm. Jetzt habe ich deinen Schwanz gesehen. Scarlett. Was schaue ich mir hier an? Okay, ich sehe, du hast kein Problem. Du darfst einmal bitte nach hinten, einmal warten. Dankeschön. Wenn es nach mir geht, wäre es kein Problem. Aber da für mich auch Körper und Seele dazugehören in der Beziehung, dachte ich... Am nächsten Date bin ich dann dabei. Ey Leute, es ist wirklich einfach, es ist so unangenehm, wirklich. Ich bin normalerweise immer sau schlagfertig und so weiter und so fort. Ich kann nicht. Es macht mich einfach nur fertig. Es macht mich nur noch fertig. Da freue ich mich. Ich will es nicht sehen, Ja, du bist ja auch erst 10. Ich will es nicht sehen. Ach, süß. Alles gut.
Du kannst die Hände runternehmen, du kannst die Augen öffnen, ist gar kein Problem. Du musst ja auch nicht runtergucken. Ist kein Problem, oder? Mhm. Sehr schön. Dann darfst du auch einmal zu Date stellen. Ist es okay, wenn mein Baby penetrant draufschaut? Boah, Leute, die haben sich wirklich damit echt übertroffen. Ich bin die ganze Zeit, habe ich Gänsehaut vor Cringe. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert. Das ist so insane. Das ist so unangenehm, Digga. Das ist völlig okay. Bis weiter. Bitteschön. So, Mädels, lass uns zum Strand. Und was ist hier wichtiger? Gute Gespräche oder guter Sex? Beides. Sex. Wenn ihr wollt, könnt ihr zu zweit allein bei mir schlafen die Nacht. Das ist, ich kann's nicht, ich handle es nicht mehr, es tut mir leid, es ist zu viel. Garten. Es tut zu weh, mein Bauch ist, was ich machen soll. Bitte lass es, das ist der Pfarrer gewesen. Das ist okay, Leute. So viel auf jeden Fall zu dieser neuen Show Villa der Liebe. Es wird anstrengend werden. Es wird wirklich anstrengend werden.